Hey, Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. So, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit dem lieben Micha. Hi! Moin Moin! Wir haben uns dazu entschieden, dieses ultra geile Spiel zu spielen, A Way Out. Das erste geile Spiel gefühlt, das man seit langem mal wieder auf im Koop-Modus spielen kann. Also, früher gab es das ja ganz oft. Also, ich kenne eigentlich nur Spiele, die man zusammen auf der Couch, zusammen im Splitscreen zocken konnte. Das waren zwar jetzt nicht solche coolen Spiele wie dieses hier, vor allem nicht in dieser krassen Grafik, aber das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Es ist ja meistens alles online und deswegen war ich begeistert, wo ich dieses Spiel entdeckt habe. Ich habe das gar nicht damals zum Release richtig mitgekriegt. Jetzt habe ich es entdeckt, mega geil. Und der liebe Micha, der ist hier mit mir am Start und hat gesagt, wir zocken dieses geile Spiel zusammen. Wir zocken es zusammen, das ist vor allem. Und die erste Frage ist schon mal, wer das ist wer? Das ist die entscheidende Frage jetzt. Bevor wir die beantworten, will ich noch dazu sagen, das hier ist quasi so ein Story-Let's Play. Wir werden das Ganze so handhaben, dass eine Folge ungefähr eine halbe Stunde geht. Das ist so gut wie ungeschnitten. Das ist richtig Oldschool-Let's Play. Dieses Spiel dauert auch gar nicht so lang. Also durchgespielt kann man es, durchspielen kann man es in ungefähr 6 Stunden. Und deswegen wird es auch ungefähr 6 Parts pro Kanal geben. Das heißt, unbedingt bei Micha vorbeischauen, rechts oben beim i verlinkt. Diese erste Folge wird bei mir kommen, die zweite Folge wird bei Micha kommen, die dritte wieder bei mir, die vierte bei Micha, die fünfte bei mir und immer so abwechselnd, bis wir dann 12 Folgen ungefähr zusammen haben. Und dann wird es dann auf jedem Kanal auch nochmal eine Playlist geben, wo wir auch die jeweils anderen Videos eben verlinken. Also die Playlist unbedingt schauen, um alle Videos zu gucken, oder ihr schaut einfach bei Micha sowieso auf dem Kanal vorbei, abonniert da und dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit. Das ist der Plan. Wie oft die Videos kommen, wissen wir noch nicht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf. So. Ja. Ich weiß nicht, wer ist. Ich kenne das Spiel nicht. Also ich habe das so gut wie gar nicht gespielt. Micha hatte es schon mal, aber das war auch ultra lang her schon. Also von daher. Also ich kann nur so viel verraten. Am Anfang haben wir noch getrennte Wege. Und gleich ziemlich am Anfang kommen wir beide schon zusammen und ist es eigentlich auch relativ egal, wer ist. Ja, du, ich würde sagen, du nimmst den Älteren, oder? Der ist 36, der ist 43. Jo, dann bin ich der Ältere. Bin nicht so nett. Und sitzt wegen Mord. Ja. 14 Jahre Haft, das sehr ist ja noch human. Ja, 8 Jahre, das ist noch human, würde ich sagen. Ich bin bereit. 14 Jahre, Alter, was hast du denn verbrochen? Betrug, Unterschlagung und Mord. Also, Alter. Dafür in den USA 14 Jahre zu kriegen, da war es ja schon fast Notwehr. Läuft. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Das Spiel ist echt bestimmt richtig cool. Wir zocken das Ganze auf der PS4. PC hätte ich es theoretisch auch. Vielleicht kann man sowas auch mal im Livestream machen oder so, dass man so ein Kapitel, das Spiel ist ein Kapitel untergeteilt, dass man so ein Kapitel mal mit den Zuschauern zockt. Wäre schon ganz witzig irgendwie. Weil ja, das Gute ist, glaube ich, auch, dass nur einer das Spiel haben muss und der andere muss es sich gar nicht kaufen oder so. Das ist schon krass. Okay.
Oh, da kommt der Micha. Leute, wir nehmen das übrigens ohne Kamera auf, beide, weil es halt einfach so ein Story-Let's Play ist, was unpassend dafür wäre. Andere Projekte auf meinem Kanal gehen natürlich trotzdem weiter. Auch ein paar Sachen mit Micha. Wenn demnächst bestimmt auch mal wieder ein paar FIFA-Pest-Sachen aufnehmen. Ja, ich bin im Bus. Nur wo bist du? Das ist eine gute Frage. Bin ich der auf der Bank, Jana? Ja. Wie heiße ich eigentlich? Ich habe gar nicht auf meinen Namen geachtet. Ich weiß meinen Namen auch nicht. Wird schon noch kommen. So Leute, jetzt seht ihr es hier. Das ist das Gameplay. Ich bin immer der hier rechts. Und so wird das auch das ganze Spiel über sein, dass wir hier quasi im Koop sind mit Splitscreen. Also ja. Es, weiß ich nicht, wird auch bestimmt Szenen geben, wenn wir naheinander sind, dass man dann zusammen ist. Ach, du kommst da gerade lang, ne, oder? Ich komm da gleich lang. Wie kann ich schnell auf 8 reindrücken, oder? Nee. Moin, moin. Na, willst du mich schlagen? Hey, er schubst mich schon. Ah, kann ich dich jetzt sehen? Hallo? Ja, ich komm da gleich. Ich bin jetzt gleich die Treppe oben. Ja, ach da. Hi. Moin, moin. Kann ich dich treten? Kann ich nicht sehen. Ah, du kannst auf mich runterpissen. Boah, ey, das, was mir wirklich schwer fallen wird, also es fällt mir jetzt schon schwer, nur auf meinen Bildschirm zu gucken. Also ich werde natürlich nur auf meinen Bildschirm gucken, aber... So. Und das meiste ist hier, glaube ich... Oh, are you okay? What do you want? Ist auch, Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Oh, der schnauzt sich direkt mal an. Fuck him up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Das meiste ist ja hier nur mit irgendwelchen Tasten. Wie nennt man das? Click and Point Adventure oder sowas? Ja. Sowas. Also es ist ja nicht, man macht nicht viel Sinn. Aber wie nett die alle hier so sind. Oh, die prügeln sich schon. It's really, really bad. Da ja auch. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Ich bin wieder freundlich. Ah, du kannst auch Antworten geben. Cool, cool. Ja. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't make it easier. I know. I just can't help it. So. So, Micha kommt gerade erst wieder im Gefängnis an. Und ich bin ja schon hier, ne? Also. Läuse. Oh, shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. Yes, you're right, but we'll fight in here every day. It's way too crazy in this joint. Gut, das unterschreibe ich mal mein schönes Hotelzimmer. Oh, ich muss jetzt hier, Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy, I'm a dead man. I'm a dead man! Ja, Gefängnis ist halt auch nicht so, ne? Also. Nee, das ist kein. Das ist kein Spielplatz. Zuckerschlocken. Zuckerschlocken. Zuckerschlocken, ja. Du könntest mich sogar, glaube ich, sehen, wenn du jetzt irgendwie ans Gitter kommst. Ja, tatsächlich. Dort bin ich. Hi! Wir werden uns garantiert irgendwann mal sehen. Ja, wo muss ich denn lang? Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever! So, ich mach mich nackig. Really? Mine too. So you got beat up and robbed as well? Yeah, twice. For breakfast. Really? Of course not. Who do you take me for? Ich find meinen cool. Oh, ich werd direkt durchgecheckt. Oh, du bist nackt. Ich guck so rüber, er ist einfach nackt. Ach nee, du kriegst die Begrüßungsdusche, ja, kennt man. Ah, erstmal schön desinfiziert. Hey Guard. Ja, ist gut. Sure, take all the time you need. Was soll ich mich hinsetzen? Also ich finde das Spiel schon extrem cool, muss man schon sagen. Also ich finde ja solche Games wie jetzt Red Dead Redemption oder GTA oder so sind ja echt geil. Das hier ist natürlich ein Kaliber drunter, ist klar. Aber dafür ist es halt Koop, was extrem krass ist. Also so ein cooles Spiel dann im Endeffekt trotzdem noch zusammenzuspielen, finde ich schon extrem lustig. Ja.
Das macht fünf echt kleine Spaß. Nackte, die stehen da im Whoa. Kreis. Wo? Hilfe. You two, break it up, now. My name is Williams, and this is my fuck prison. You and him. Any questions? Who the fuck is Harvey? Yeah. When are we allowed Oder bist visitors du? In here? Als ob. Als ob ja, ihr mal nackt steht. Ja, ich geh weg. Oh. Hi, yeses. Ja, Fragen stellen sollte man eher nicht. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard it, man. Move out. Kann we don't have all day. Den. Go, go, go. Darf ich mir auch mal was anziehen? Du hast doch eine an. Ich hab nix an. In der Hand hast du es. Achso, in der Hand. The only thing that will set me free is walking out the front door. It'll free your mind. You better stop. Boah, Alter, bei mir in Real Life regnet es gerade wie die Sau. Ich weiß nicht, ob man das hört. Kann schon sein, weil ich bin ja hier am Dachfenster. Kann schon sein, dass man... Hey, Leo. So. Looks like you got yourself a new name. Ah, ich darf nicht. Okay, ich muss auch höher. Sure. Just keep your eyes open. Later. See you around. Hä? Du bist bei mir. Bist du das da, ne? Ja, ich wurde da reingeschmissen. Ja, wahrscheinlich sind wir nebeneinander, ne? I said do it. Ja. Ja. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Zeigen sie nur dich, was das denn für ein Betrug. Nein, Spaß. Alles cool. Close up 49. Ah, das macht Spaß, Mann. Ich hab Bock. Zack, Tor ist dicht. Endlich habe ich mal wieder was an. Ich weiß nicht warum, aber ich gucke Männern einfach nicht gern auf den nackten Hintern. Ich weiß auch nicht warum, ja. Kann ich mir nicht erklären. Ladebildschirm ist auch am Start. Oh. Leo. Leo heiße ich. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Ich find mich cool. Wahrscheinlich willst du mich sprechen, ne? Was hab ich? Ganz schön Zinken in der Nase. Ja, das schon. Ja, ich glaube, du willst mich sprechen, oder? Ich? Du bist markiert. Interessante markiert? Punkte in der Nähe. Und du hast doch hier so... Was machst du denn? Eins. Zwei. Schnell weg. Drei. Der ist doch irre. Vier. Also hier ist jemand zum Sprechen. Fünf. Vier. Sechs. Ich schaff zehn. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate it. Put me in the hole for 3 weeks. I'm gonna kill him. No, man. Mein Daumen fällt ab. Was machst du denn auch? Bringt das dann Muskeln oder nicht? Oh yeah? Bin ja gleich weiter. I just need to find the right moment. Alter, Junge. Bringt dir das Muskelkraft oder ist was ist das? Ich weiß es nicht. What about this? Oh, er sagt sogar 5. That's how I know. Any more questions? Just leave me alone, man. Leute, wenn ihr übrigens Verbesserungsvorschläge habt. Ne, der wollte mich aber nicht sprechen. Ich glaube, das sind nur wieder Zwischenszenen. Ich glaube, ich muss echt zu dir. Wo bist du denn? Hier unten, ne? Wo bist du? Komm ich da runter? Mann, ja, mal gucken, da, ob ich du musst hoch und ich muss hier runter auf den... Alter, was machen die denn? Let's get that pump. Ist egal. Hey, gib mir mal einen Ball. Das sind nur Zwischenszenen, glaube ich. Ich muss zu dir, oder auch nicht. Hey, what's the... Let me go! I'm upset. There you are. Ach, dieser Spaß, der hat mich vorhin schon angegriffen, als du reingekommen bist. Mein Kollege hat ein Problem. Lass mich durch. Ja, noch bist du ja nicht mein Kollege. It's about what Harvey wants. Alter, wer ist denn Harvey? Harvey oder was? He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation. Herr Harvey ist nicht hier im Gefängnis. Er hat gesagt outside. Zack, da kann ich den bitte verprügeln. Oh. Get in there, new fan! Hey, what the hell? Hi! So. Oh, jetzt. Ah, du willst wieder flüchten. Come on, motherfucker! Hallo! Oh Gott. Ja, genau, die lassen dich los. Zack, zack. Zack. Na, willst du noch mehr?
Oh, kontern und zuschlagen. Also, dann habe ich schon mal die Tasten drauf. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das nehmen wir gleich. Das gefällt mir schon mal. Ja. Dann kann es auch ein bisschen flüssiger abgehen. Sehr schön. Gib ihm! Was eine Schelle, Alter. Hi. Moin. Ich kann mich mal um den. Was? Und der Dicke hier, zack. Oh. Oh oh. Was passiert jetzt? Oh, die Wachen. Die hauen uns jetzt auch raus, Mann. Ah, alle liegen sie am Boden. Oha. Klappt ja schon mal gut. Das war wirklich gut. Also. You better watch your back. You. Keep moving. Stay the hell away from me, okay? Hey. Okay. Also Freund wir sind hier. Noch keine Freunde. Und hey. Die anderen, die haben wir auf jeden Fall schon mal verprügelt. Wir sind keine Freunde und wir haben schon ein paar Feinde. Ja, ja, das stimmt. Natürlich unpraktisch, ne? Ja, das kriegen wir schon. Jetzt gibt's erstmal was zu essen. Hau rein, wird bestimmt sehr gut schmecken. Ich hätte gern Pommes rot-weiß. Naja, sieht nicht danach aus. Alright, thanks. UI Bud Spencer, Bohnen mit Speck. Oh. Schaust sehr skeptisch. Deine Haare sind ab und zu so. Oh. Crazy, oder? So durchsichtig. Alter, die Spacken lassen mich nicht durch. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No. Mm-mm, I don't hear anyone. Alter. Me neither. Ja, machen wir direkt so, ne? Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Oh, hey, man, like shit, man. Relax, okay, go. Hau mir die Bohnen schon mal rein. Ja, gönn dir. Das sieht echt irgendwie so aus. Ja, das sieht voll ekelhaft aus. Das ist bestimmt auch ekelhaft. Oh nee, da ist wieder mein Typ, ne? Oh, dein Freund kommt. Ja. Alter. Hilfe! Jo, wo hat er das Messer her? Ich muss tippen. Danke. Oh Gott. Jo. Was sind das denn für welche? Und jetzt. Gib ihm. Jawoll. Gott, meine ist krass. Wir mischen die Küche auf. Oh Gott. Oh, ja, klar. Was ist das für... Fang. Micha. Ja. Nee, du konntest es nicht, ne? Ja. Yo. I'll kill you. Oh Gott. Er killt mich. Hallo, Gefängniswärter? Ja, ich kann ihn abwehren. Fuck. Geil. Schüssel gegen Kopf. Was ist das? Ja, genau. Wahrscheinlich kann er nicht einfach vorbeigehen. Fuck. In den Mull. Oh Gott. Haben sie dich? Nee. Nee. Was war das jetzt? Ah doch, die haben mich. Ich auch. Oh Gott, Alter, mit dem Messer. Ja, endlich von mir, ey. Ja, komm on. Komm on, what do you want? Junge, der Typ ist in der Erde. Ja, komm on. Da! Oh, Alter. Alter. Was ist das denn für einer?
Der hat einfach die Wache gerade gekillt. Was hat der denn? Aber dass die Messer nicht besser bewacht sind. Ah ja. Läuft auf jeden Fall. Das Gefängnis sieht ja super aus bis jetzt. Die Spritze. I hate those things. Oh, ich auch. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Du kriegst keine. Boah, wie schön sie aussieht im Vergleich zum... Just lay down and rest for a while. Ich will immer hier im Krankenzimmer sein. Oha. Direkt den Schraubenzieher entdeckt. Wen will er damit umbringen? Ach, ich penne schon. Hey. Oh. Hey. I'm Leo. Vincent. Vincent heißt. Thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Ach nee, oh Gott. Wie soll ich das jetzt wieder anstellen? Und ich mit muss uns. Das auch noch machen. Jo, helfen, ja. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Ruf die Schwester. Ach so, du rufst sie her und dann kann ich... Oh, die kam jetzt aber recht schnell. Ja, die hat drauf gewartet. Du hast gedrückt, instant ist sie aufgestanden. Hallo Schwester, mein Fuß. What can I do for you? Das weiß ich auch noch nicht. Ich bin weg. Ich bin schon mal raus. Wie kann ich denn jetzt hier so? Wasser haben. Can I have some water, please? Sure. Ja, hier ist ja noch eine Wache. Thanks. Was ist das denn? Kann ja nicht alles machen. Ja, siehst du den da rechts? Kannst du ja, ich sehe den durch mein Fenster. Hier kannst du da nicht hinspringen. Hey, ich krieg gerade ein Glas Wasser. Ziehen oder so. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Hallo, geh doch mal weg. Muss ich den irgendwie umlegen oder so? So, du redest, ne? How did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. Ups, was war denn das? Das Glas untergeschmissen. Ja, das hat ihn aber offensichtlich nicht gejuckt. No, nothing's wrong. Ach, schade, ich dachte, das lenkt ihn ab. Aber sie... Der macht sich einfach ganz entspannt, Kaffee. Du musst irgendwie mal was machen. Ja. Was denn? Der sieht mich doch instant. Ich kann nichts machen. I need to wait for that guard to move. Guck, meiner sagt gerade, ich muss warten, bis die Wache weggeht. Alright. Jo, er geht. Er nimmt sich den Kaffee. Er geht. Endlich. War's ein Spaß. Denn die Krankenschwester, die hat schon alles wieder sauber gemacht. Die Krankenschwester sieht mich doch da bestimmt. Nee, die hat da ein Rollo vor. Ja, und jetzt? Jetzt an dem Fenster musst du vorbei. Auf. Ja, und jetzt? Hä, der hockt ja hier. Du musst in das Krankenzimmer. Ja, der hockt doch hier, der Typ. Das geht so. Nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, jetzt. Also sie spült sehr, sehr lange. Da ist ja noch ein Typ. Alter, der könnte mich auch sehen. Warte. Oh. Jetzt aber schnell. Du bist der Beste. Nix, nix. Oh, 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 Alter, was? Als ob das funktionieren würde. Wahrscheinlich ist er so blind, oder? Und er sieht mich nicht.
Anything else? Du musst ihn noch ein bisschen aufhalten, ne? Ich komme. Ja, warte. Oh shit. Die sieht mich durchs Fenster. Ich habe Schmerzen. Yeah. Du musst hier mal weg, pain. Die sieht mich sonst. I need something for it. What type of pain? Das kann ich nicht sagen. Damit tut alles weh. Komm so jetzt einfach. Ich denke. Let me know when you can be more specific. Nein! Nein! Hau nicht ab! Alter! Du bleibst hier! Jetzt! Ja, ich kann jetzt vorbei. Steh auf. Aber. Ah, sie geht spülen. Die hat einfach nichts anderes zu tun, außer zu spülen oder dir irgendwas zu machen. Oh Gott. Ich stehe mir die ganze Zeit auf, Mann. Mann. Ist die abgelenkt noch? Ja, noch spült sie. Komm einfach ins Bett. Alter, war das ein Chaos. Ja, Tange, tipptopp. Oh, wir sind zu gut einfach. Ja. Was war das jetzt eigentlich? Augenzieher. Schon, aber was will ich damit machen? Eine Pfeile. Was ist das? Ja, das kann sein. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Ja, das kann sein, dass man das Gitter, weil wir haben ja kein Gitter durchschneiden. Ja, was es ist. Ja, ja. Ja, eine Pfeile. Eine Szene nach der anderen. Da hocke ich ohne Pfeile. Ich schreibe einfach gerade einen Brief. Habe ich eigentlich auch Familie? Stand das da irgendwo? Hätten wir mal durchlesen müssen. Ja, blöd gelaufen. Spielstopp, wir gehen mal zurück. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Klare Ansage. Klare Ansage, knallhart, kein Kommentar. Das war's von der heutigen Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, müsst ihr auf jeden Fall bei Micha vorbeischauen in der nächsten Folge. Lasst Wertung da, was euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.